Popmusik aus Deutschland, hier in der Radio Hamburg Doppelstunde Deutsch. Und Lena ist bei uns zu Besuch. Studioalbum Nummer 3, Stardust, ist draußen. Und zum ersten Mal hat Lena nicht mehr mit ihrem Mentor Stefan Raab dafür zusammengearbeitet. Lena, jetzt zur kalten Jahreszeit fragen sich natürlich auch viele, wie geht's am besten fit durch Herbst und Winter? Du bist ja immer unterwegs im Stress. Wie hältst du dich fit, damit dich Grippe und Co. nicht erwischen? Also tatsächlich lag ich letzte Woche komplett flach und bin trotzdem arbeiten gegangen. Weil, wat mut? Ja. Was machst du denn, um schnell zu genesen? Welche Tipps gibt's da? Ich nehme mal Ingwer-Zitronentee, bis ich das nicht mehr sehen kann. Ja, trinken ist sowieso immer total wichtig. Also ich bin so ein Kandidat, ich trinke tendenziell immer zu wenig. Mhm. Deswegen muss ich mich ganz oft daran erinnern, viel zu trinken. Bist du auch schon mal umgekippt irgendwie, weil du einfach den ganzen Tag nicht getrunken hast? Nein, das passiert nicht. Aber sonst, weiß ich nicht, irgendwelche Vitamin-Unterstützungsprodukte. Ich schmeiß mich dann auch mit Tabletten zu. Ja. Ja, also wenn ich jetzt morgens aufstehe und merke, es ist irgendwie echt ein Horror, dann nehme ich eine Schmerztablette und dann geht's meistens über den Tag und dann viel schlafen auch. Viel trinken und viel schlafen. Und dann geht's eigentlich wieder. Wie motivierst du dich, Lena, wenn du mal morgens aufwachst und sagst, boah, ich will einfach nur im Bett liegen bleiben? Was bringt dich aus dem Bett, um so stressige Tagesabläufe zu überstehen? Am besten jemand, der mir die Decke wegreißt. Mhm. Wer ist das? Gibt es da einen Mann in deinem Leben? Absolut. Okay. Kennt man aber nicht. Nein. Oder einfach, wenn man jemand ist, der gerne im Bett liegt, dann am besten den Wecker eine halbe Stunde oder eine Stunde früher stellen. Aha. Damit man dann noch denkt, jetzt kann ich doch noch eine halbe Stunde schlafen. Ja. Und sonst einfach Arsch zusammenbeißen. Arsch zusammenbeißen und aufstehen. Der Tipp von Lena, ja, finde ich gut. Du hast ja die ganzen Instrumente mitgebracht, Musiker, alles. Ich würde sagen, wir hören noch was, oder? Sehr gerne. Stardust hast du eben schon gespielt in der Radio Hamburg Live Lounge und jetzt ist ein Cover dran. Ja. Worauf hast du Bock? Na, also ich habe mich vorbereitet auf Dendemann das erste Mal, deswegen bin ich auch eben in dieser 60-Sekunden-Frage-Action auf Dendemann gekommen, ja, weil ich gerade nichts anderes im Kopf hatte als dieses Lied, was ich gleich noch singen werde. Sehr gut. Das erste Mal? Mhm. So klingt das Original. Was auch immer, alles machst du irgendwann zum ersten Mal. Was immer du tust, was auch immer auf die Fresse fallen ist. Und was machst du daraus jetzt? Na, also ich habe nicht so die Reibeisenstimme wie Dende, aber ich habe versucht, eine bisschen smoothere, bluesigere Version daraus zu machen. Ja, sonst hätten wir uns ja auch vorher hier mit Whisky-Cola zuschütten Absolut. Müssen. Absolut. Nee. Also Lena, jetzt exklusiv in der Radio Hamburg Live Lounge mit dem Dendemann-Cover. Das erste Mal. Viel Spaß, hier ist Ihr Musiksender Nummer 1. Megastars. Exklusiv und unplugged bei Radio Hamburg. Okay. Was auch immer, alles machst du irgendwann zum ersten Mal. Was immer du tust, was auch immer auf die Fresse fallen ist, ist derbe geil. Was immer du tust, was auch immer, alles machst du irgendwann zum ersten Mal. Was immer du tust, immer nimm los, das Leben ist so derbe, derbe geil. Wann hast du zum ersten Mal so da gesessen und gedacht, das erste Mal ist ja total beschissen? Wann hast du zum ersten Mal so überlegt und zum ersten Mal gedacht, besser früh als spät? Wann hast du zum ersten Mal vor Lachen geheult und wann zum allerersten Mal die Sache bereut? Wann hast du dich zum ersten Mal nackt geschämt, aber jegliche Gespräche dazu abgelehnt? Wann hast du dich zum ersten Mal als Maßstab benutzt und wann zum allerersten Mal deinen Arsch abgeputzt? Wann hast du dir zum ersten Mal einen Knochen gebrochen und hat dein Gips auch schon nach 2 Wochen gerochen? Wann warst du zum ersten Mal im Krankenhaus und schlägst noch heute Kantinenfraß dankend aus? Ob als erstes oder nächstes, ich tu als wär's egal, ich tu als wär die alles grad zum ersten Mal. Was immer du tust, was auch immer, alles machst du irgendwann zum ersten Mal. Was immer du tust, was auch immer, auf die Fresse fallen ist, es ist erbe geil. Was immer du tust, was auch immer, alles machst du irgendwann zum ersten Mal. Was immer du tust, was auch immer, alles machst du irgendwann, 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 irgendwann. Was immer du tust, was auch immer, alles machst du irgendwann zum ersten Mal. Was immer du tust, was auch immer, auf die Fresse fallen ist, ist derbe geil. Was immer du tust, was auch immer, alles machst du irgendwann zum ersten Mal. Was immer du tust, was immer du tust, ja, sing mal den Blues, das Leben ist so derbe, derbe geil.
Wow, Lena mit das erste Mal in der Radio Hamburg Doppelstunde Deutsch. Sehr, sehr gut, schönes Dendemann-Cover. Und Lena, in diesen Minuten kommt Radio Hamburg Megastar Jennifer Lopez auf die Bühne in der O2 World Hamburg. Wow. Wie findest du sie? Also J-Lo ist jetzt nicht eine von meinen Favorites. Ich tendiere eher zu Rihanna. Okay, gibt es eigentlich so Popo-Night unter Megastars? Weil J-Lo ist ja so der Po schlechthin. Nein, um Gottes Willen. Wenn ich so einen Po haben wollen würde, könnte ich, glaube ich, auch gut darauf hintrainieren. Ja. Und für alle, die das Konzert heute Abend nicht live miterleben, gibt es nachher ab 22.15 bei uns die Radio Hamburg After Show mit allen wichtigen Infos vom Konzert. Erste Eindrücke, Highlights und natürlich jede Menge J-Lo-Mega-Hits. Auch viele tolle Live-Versionen übrigens. Also unbedingt einschalten ab 22.15. Und Lena Meyer-Landrut, so schnell ist die Zeit schon wieder um. Schade, dass du schon wieder gehen musst. Ich bin auch sehr traurig. Es geht alles so schnell immer. Du kommst ja mal wieder. Genau, aber man weiß, wenn es schön war, also wenn es schön ist, dann vergeht die Zeit viel schneller, als wenn es schlimm ist. Ne? Eben. Also es war wirklich ein herrlicher Abend. Schön, ja. Lena, wir wünschen dir alles Gute. Recht herzlichen Dank, dir auch. Und sing doch nochmal einmal ein letztes Mal hier schnell unseren Radio Hamburg Jingle. So klingt das Original. Radio Hamburg. Ja, oder ein bisschen ruhiger. Radio Hamburg. Und ich bin so gespannt, was du daraus machst. Radio Hamburg. Sehr gut, können wir 1:1 verwenden. Lena, vielen Dank für deinen Besuch. Alles, alles Gute. Recht herzlichen Dank. Also, sehr, sehr, sehr sympathische Frau Lena Meyer-Landrut. Alle Infos zur Show heute Abend und zu den Künstlern unter radiohamburg.de. Bis 22 Uhr gibt es ja noch ganz viel neue Musik. Made in Germany. In den nächsten 10 Minuten was Schönes von einer Band aus Landau.